Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Douglas Luxury Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, so wie er da steht, sieht er noch ganz, ganz easy peasy Sonnenschein aus, aber Leute, wir kennen das, ne? Wir haben hier oben einen Spiegel. Haben hier oben schon Kläppchen mit drin, können das hier aufklappen. Wir kennen es nämlich aus den letzten beiden Jahren, denn da war es halt genau so. Und dann haben wir hier zwei Schubladen. Und wenn man diese ganzen Inlays und so weiter entfernt, hat man am Ende tatsächlich auch ein schönes Schmuckkästchen, was ich klasse finde. Es ist kein Boxen-Adventskalender, das heißt, in dem Sinne kann man ihn nicht als Adventskalender weiterverwenden, aber man kann ihn weiterverwenden als Schmuckkästchen, als Make-up-Kästchen, wie auch immer. Ich finde es klasse und deswegen feiere ich es hart, dass er auch dieses Jahr in diesem Design wieder rausgebracht worden ist und für 39,99 erhältlich ist. Ich habe den gekauft bei Parfüm Dreams. Die gehören ja auch zu Douglas und da war er halt schon verfügbar. Und jetzt ist er hier und jetzt will ich reingucken. Ich habe jetzt die Schubladen rausgenommen und beziehungsweise die nicht ganz so schicken Inlays. Aber es ist zum einen einfacher für mich, das so auszupacken und zum anderen sieht es auch einfach schöner aus, wenn der jetzt so, wie er ist, im Hintergrund steht. Und ich starte jetzt einfach mal mit der Nummer 1. Ja, man reißt nämlich hier gefühlt den ganzen Adventskalender auseinander, wenn man die Kläppchen öffnet. Das ist jedes Jahr aufs Neue ein Grausen, weil man halt das komplette Ding hier abreißt. Und hier habe ich drin von Douglas Skin Focus Aqua Perfect Hydrating, ich kann nicht mehr reden, Hilfe, Hydrating Eye Patches mit Hyaluron. Und da haben wir ein paar drin. Das finde ich auf jeden Fall ich empfinde das als einen schönen Einstieg in den Adventskalender. Weiter machen wir jetzt einfach mal mit der Nummer 2 und da haben wir einen Monolidschatten drin. Ja, bin ich nicht so Fan von, muss ich gestehen. Nummer 300 Antidote ist hier die Farbbezeichnung. Ja, ich sammle diese ganzen Monolidschatten, um daraus einen Monolidschatten-Adventskalender zu machen. Leute, wir haben jetzt schon die 20.000 geknackt. Ich freue mich gerade so immens. Ich bin aber noch nicht mit meinem 20.000 Abonnenten-Special fertig. Es tut mir leid. Ich arbeite noch dran. Und sobald es fertig ist, kommt es online. Seid gespannt. Ihr seid einfach wahnsinnig cool. Vielen, vielen Dank. Und ja, genau. Da kommt auf jeden Fall das Produkt auch wieder zum Einsatz. In der Nummer 3 haben wir etwas drin, was ich auch schon in einem anderen Douglas Adventskalender in meinen Händen gehalten habe. Und zwar sind das so, ja, Gelpads. Natürlich war mir klar, dass wir hier den ein oder anderen, die ein oder andere Doublette drin haben werden, ne? Und vielleicht wurde aus den anderen Adventskalendern das Beste genommen und hier reingepackt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind das hier so Gelpads, die halt wundervollerweise mit Glitzer gefüllt sind, was ich feiere. Also finde ich wirklich schön, so dieser Goldglitzer. Und die kann man sich einfach in den Kühlschrank packen und genau, dann morgens einfach auf die Augen drauflegen, damit es schön kühlend und abschwellend wirken kann. Auf jeden Fall eine coole Sache und ja, wiederverwendbar. Ne? Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das finde ich richtig cool gerade. In der 4 haben wir nämlich eine kleine Kerze drin. Das ist Mystery of Hammam. Finde ich super. Also das muss ich wirklich sagen. Das feiere ich hart. Ich weiß nicht, wie viel Gramm in so einer kleinen Kerze drin sind. Werde ich irgendwie rausfinden, aber ich mag den Duft auf jeden Fall. Der Tag vor Nikolaus enthält ein Pinselchen. Und zwar ist es ein kleiner Smudger-Pinsel, / Lidschattenauftragepinsel. Der wird super gut das Pigment greifen können und da wird man auch schön mit arbeiten können. Fühlt sich auch ganz angenehm an. Ne, ist okay. Kommen wir jetzt mal in die Nummer 6. Oh, ja gut. Mit dem Öffnen der Nummer 6 ergibt die Nummer 5 auf jeden Fall Sinn, denn zu Nikolaus erwartet uns eine kleine Lidschattenpalette. Auch die kommt mir bekannt vor, aber die gucke ich mir mal an. Das ist die Pretty Eyes 6 Eyeshadows Palette und da haben wir so ja, relativ natürliche Töne drin und auch so wärmere Töne. Das passt auf jeden Fall zu Weihnachten. Wir haben hier so einen Goldton mit dabei und ne, da kann man schön Weihnachtslook mit schminken, auch so schöne Day-to-Night-Looks und so. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr passend. In der Nummer 7 erwartet uns eine Ampulle, auch das fand ich schön, Skin Focus Aqua Perfect und das ist einfach, ja, eine Ampulle und ich verwende mittlerweile einfach viel lieber Ampullen als Masken, wenn ich ehrlich sein darf und deswegen kommt mir das sehr, 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 sehr gelegen. Ich hatte schon fast die Nagellacke vermisst, in der Nummer 8 haben wir unseren ersten drin, gute Qualität definitiv, das ist der Stay and Care Gel Nail Polish, der bis zu 10 Tage halten soll, in der Farbe 3 Just Be Nude, also ein schöner, Leberwurstton.
Überhaupt nicht meine Farbe, nein. Ein schöner Nude-Ton, definitiv. Und ich weiß auch, dass viele auf diese Farben stehen und gerne solche Nägel tragen. Ich persönlich halt gar nicht, ne? Deswegen wird er weiter wandern. Aber es ist halt nicht dieses klassische Weihnachtsrot, so dass man das halt schon irgendwie gefühlt 10-mal im Schrank stehen hat. Deswegen ist es irgendwie cool, ne? Aber es ist halt überhaupt nicht meine Farbe. Jetzt, wo ich gerade die Nummer 9 öffne, kommt mir immer mehr diese Befürchtung, dieser Gedanke, dass hier auch Produkte drin sind, die wir schon in anderen Adventskalendern auch gefunden haben. Also im Prinzip nichts Neues, also nichts anderes als das, was auch in den anderen, egal. Douglas Home Spa Leilani Bliss, Enjoy the Tropical Island Feeling mit Ilang und Ilang und Tiare Blume, eine Handcreme mit 30 ml. Ja, beschwere ich mich nicht, der Duft ist angenehm, der ist schön. Eine Handcreme ist auch vollkommen in Ordnung bei einem Adventskalender. Es bräuchten jetzt keine 2 Stück oder 3 Stück sogar drin sein. Hoffe ich nicht bei 39,99, aber In der Nummer 10 haben wir ein Lippenprodukt drin, also auch wieder dekorative Kosmetik. Und zwar Matt Kiss in der Farbe Matt Nude, 4 ml, Shake Before Use, okay, ja. Also ein Liquid Lipstick ist auf jeden Fall passend zum Nagellack. Schauen wir in die Nummer 11, das ist die erste Schnapszahl und da erwartet uns eine Nourishing Face Mask, die man nur 5 Minuten drauf lassen muss und die 12 ml enthält. Ja, die Gesichtsmasken von der Douglas Eigenmarke sind meiner Meinung nach echt schön, also die kann man echt gut verwenden und ausprobieren. Bei diesen Pöttchen habe ich von euch tatsächlich auch mal die Empfehlung bekommen, einfach das hier aufzumachen, aber nicht ganz aufzureißen und wenn man halt nicht den kompletten Inhalt verwendet bei einer Anwendung, wieder den Deckel draufschieben und mit einem Bobbypin zumachen, damit es nicht austrocknen. Dann kann man noch 1-2 Tage später das Produkt aufbrauchen und das fand ich ganz cool. Seitdem mache ich das auch so oder ich fülle es mir halt um in ein Pöttchen oder so. Ne? Aber auf jeden Fall eine coole Geschichte. Eine nährende Gesichtsmaske kann man gebrauchen. Zur Halbzeit haben wir in der Nummer 12 eine Schlafmaske mit drin, die man natürlich sehr gut gebrauchen kann. Da kann man auch die Gelpads quasi mit in Kombi verwenden, dass man die quasi auf die Augen legt und dann die Schlafmaske nochmal drüber. Und schönes Design, auf jeden Fall, beschwere ich mich nicht. Ne? Ist ein schönes Tool, ist kein Billo-Gedönsen, ist halt ja, auf jeden Fall brauchbar. In der Nummer 13 haben wir einen Eyeliner drin von der Douglas Eigenmarke, den ich sehr schön finde und auch schon da habe und in Anwendung habe. High Precision Long Lasting Eyeliner Cat Eyes. Das ist ein Filzstift-Eyeliner und sowas bevorzuge ich einfach, weil das bei mir am besten funktioniert, ich damit am besten umgehen kann, den besten Wing hinbekomme und so weiter und so fort. Deswegen ist es cool, dass wir das hier drin haben und kein klassisch Kohlkajal. Die Nummer 14 hat sich gerade zusammen mit der Nummer 21 geöffnet, so in einem Rutsch. Herzlichen Glückwunsch. Und zwar haben wir von Douglas Essential Makeup Removing Micelle Water hier drin für Augen und Gesicht. Und das ist mit Kornblumenextrakt und enthält 30 ml. Damit kann man sein Make-up entfernen von Augen und Lippen, wenn man möchte. Aber bitte, bitte, nachdem ihr Micellenprodukte verwendet habt, immer nochmal das Gesicht mit klarem Wasser nachwaschen, damit alles komplett runtergeht. Die Nummer 15 hatte schon so eine verräterische Form und als ich jetzt gerade das Kläppchen entfernt habe, sehe ich, dass wir hier tatsächlich eine Wimpernzange von der Douglas Eigenmarke hier drin haben. Wenn ich ehrlich sein darf, ich bin ja auch jemand, die häufig Wimpernzangen verwendet, im Prinzip ständig und die fühlt sich nicht so gut an. Also es ist sehr, sehr schwergängig, ne? Und es fühlt sich nicht so hochwertig an, muss ich gestehen. Deswegen, naja, ist die okay, aber gibt für 5 Euro die von Brushworks, ist das glaube ich, die ich hier immer habe, die jetzt ein bisschen dreckig ist, aber die habe ich halt seit Ewigkeiten in Anwendung, die ist einfach richtig geil, kostet aber nur 5 Euro, ne? In der Nummer 16 haben wir wieder eine Ampulle drin, und zwar die Vitamin Radiance Ampulle mit 1,5 ml. Die soll der Haut entsprechend Strahlkraft verleihen und das finde ich ziemlich cool. In der Nummer 17 erwartet uns unser zweites Nagelprodukt und zwar ein Topcoat. Den kann man gut gebrauchen, auf jeden Fall. Stay and Care Gel Topcoat, Up to 10 Days Topcoat. Topcoat. 10 ml haben wir hier drin. Ich verwende immer wieder Topcoats, weil das einfach eine gute Haltbarkeit in den Nagellack gibt. Und ja, deswegen finde ich das klasse. Die Nummer 18 ist der Start zur Weihnachtswoche und da begrüßt uns eine Pinzette, die sich sehr geil anfühlt und die einfach gold ist und glitzert. Ich meine, was soll ich da groß zu sagen? Es ist ein Traum und das ist eine gute Pinzette. Jedenfalls wirkt sie ganz gut auf mich. Ne? Es ist eine Metallpinzette und dieses die Oberfläche ist halt nochmal, dass da so eine Schicht drüber ist, damit das halt wirklich glatt ist. Das finde ich klasse und ich hoffe, dass die gut funktioniert. Muss ich ausprobieren. Ich finde sie auf jeden Fall richtig schön.
Mit gezupften Augenbrauen öffnen wir die Nummer 19 und hier haben wir ein Produkt drin, was ich auch ebenfalls schon kenne. Mit 50 Millilitern ist es das Sea Thalasso Enjoy the Power of the Sea. Ja, einfach ein Duschgel von Douglas Barr. Meiner Meinung nach, eben weil da Bergamotte mit drin ist, ist es für mich eher ein aquatischer und also ein Duft, den eher mein Freund verwenden würde als ich. Ne? Muss ich ganz ehrlich zugeben. Das heißt, den hätte ich jetzt so auch in diesem Adventskalender nicht unbedingt erwartet. Naja, nur ist er mit drin und es gibt durchaus auch super viele Frauen, auch aus meinem Freundeskreis, die aquatische Düfte und etwas sportlichere Düfte bevorzugen würden. Also von daher ist es okay, dass auch einfach mal was anderes als diese ganze Blumi-Flumi-Heititai-Geschichte hier drin ist. Ne? Die Nummer 20 enthält ein Lippi in einem klassischen Rot. Shiny Kiss ist hier die Farbe. Nein, ist die Bezeichnung von dem Produkt. Die Farbe ist Shiny Red. 4 Milliliter und das dürfte halt so ein Lipgloss sein oder ein Liplacker. Und passt auf jeden Fall zur Weihnachtszeit und ist auch eine schöne Vorbereitung auf Heiligabend. Und ich kann es mir auch gut vorstellen, den dann in der Weihnachtswoche auszupacken. Dann kann man schon mal ein paar Mal rote Lippen schminken damit üben, bevor es dann Heiligabend ernst wird. Ein bisschen Pflege erwartet uns dann noch am 21. Dezember. Und zwar für Augen und Lippen ein B-Face Gentle Makeup Removing Fee für sensible Augen. Auch hier 30 Milliliter drin enthalten. Und ja, genau. Das ist einfach ein Make-up-Entferner für zum Beispiel, wenn man so krassen Lippengedönsen drauf hat oder eben für die Augenpartie. Ne? Ich verwende lieber Abschminkbalms, aber das ist Geschmackssache. Die 22 enthält ein sehr, sehr interessantes Produkt, denn es ist ein Lip Liner in durchsichtig, also in transparent. Und den kannst du verwenden im Prinzip mit jedem anderen Lippenprodukt. Da ist es furzipiep egal, welchen Farbton der Liquid Lipstick oder Lippenstift hat, den du verwendest, weil das einfach ein transparentes Produkt ist. Und das ist halt dafür da, um schon mal die Lippenkontur vorzugeben und zu verhindern, dass der Liquid Lipstick oder Lippenstift oder sonst irgendwas, was man auf die Lippen aufträgt, ausblutet. Und deswegen finde ich das echt cool, dass die jetzt so einen Transparenten reinpacken und nicht in einer spezifischen Farbe. Oh, der Tag vor Heiligabend. Das war irgendwie klar, denn meistens haben wir am 23. Dezember entweder irgendein Badeprodukt drin, was irgendwie gar nicht in diesem Adventskalender drin war, oder halt einen roten Nagellack. Und den haben wir jetzt hier in der Farbe Follow Your Heart, die Nummer 16, haben wir einen klassisch roten Nagellack, den ich gerne leiden mag. Und ja, definitiv ein passendes Produkt für den Tag vor Heiligabend, damit man sich die Nägel halt rot lackiert. Ich glaube, uns ist allen klar, was sich in der Nummer 24 verbirgt, nicht wahr? Und zwar ist es eine Mascara. Das ist die No Compromise Lengthening and Volumizing and Caring Mascara von der Douglas Eigenmarke. Das ist diese hier. Und ich meine, dass ich die in klein schon da habe. Und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Wird auf jeden Fall seine Anwendung finden und werde ich euch dann auch demnächst in einem Schminki einmal präsentieren. Das ist er nun gewesen, der Luxury Douglas Adventskalender. Ja, ich finde ihn für 39,99 echt gut. Das muss ich wirklich sagen. Also wir haben hier eine vernünftige Auswahl drin. Ich weiß nicht, ob ich mir gedacht hätte, man hätte vielleicht das ein oder andere Tool besser ersetzen können durch ein kleines Duschgel oder eine kleine Bodylotion. Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt gewesen. Trotzdem, die Füllprodukte, in Anführungsstrichen, die hier mit drin sind, sind weitestgehend passend und cool irgendwie. Also mir persönlich gefällt der Adventskalender. Der gefällt mir genauso wie auch in den letzten Jahren. Wir hatten jetzt hier nicht, wie wir schon mal hatten, eine fette Face-Palette oder sowas mit dabei. Aber wir haben eine schöne Lidschattenpalette drin enthalten. Und ich finde, dass es sich auch definitiv lohnt, dass man 10 Euro mehr investiert als in die Würfel-Adventskalender, um sich diesen hier zu holen, wenn man doch deutlich bessere Produkte hier drin hat. Ich habe ab und an hier zwischendrin so ein kleines langes Gesicht gemacht, eben weil ich manche Produkte schon aus den anderen Adventskalender-Unboxings kannte. Man muss aber dazu sagen, nicht jede holt sich einfach mal alle. Das muss man wirklich sagen. Es ist ja einfach, weil ich YouTube mache. Sonst hätte ich mir sehr wahrscheinlich nur diesen Douglas Luxury Adventskalender geholt und halt den ganz großen für 59,99. Ne? Und ja, weil du hast halt einfach hier die beste Auswahl drin. Das muss ich wirklich sagen, in Relation zu den anderen Würfelgeschichten. Ne? Ihr Lieben, schaut gerne in die Infobox, da habe ich euch den Link zu dem Adventskalender reingesetzt. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir. Ich laber wieder zu viel. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen.
Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!